Ja, guten Abend. Das Schöne bei mir ist ja im Gegensatz zu Michael vorher, ich bin Akademiker, ich bin Professor, ich muss gar nichts Praktisches euch vorstellen. Ich kann was völlig Unpraktisches daherreden. Das habe ich mir auch vorgenommen, ich würde das völlig Unpraktisches daherreden, nämlich das, was ich so forsche. Und was ich mitgebracht habe heute Abend, sind einige Anregungen, Irritationen, die hoffentlich auf Resonanz stoßen, zum Thema Next Economy. Warum das Nächste? Warum dieser Begriff des Nächsten? Das Nächste als Adjektiv verweist ja auf etwas, was kommt, aber eben noch nicht da ist. Das heißt, wenn wir über die nächste Wirtschaft reden, dann ist es etwas, das wir noch nicht so richtig erkennen können. Aber das Nächste bedeutet auch, dass das Jetzige irgendwann mal endet und nicht mehr sein wird. Das heißt, ich versuche ja auch ein bisschen zu erspüren, was kommt denn so als Nächstes? Und diese Next Economy möchte ich euch versuchen, in einem Schweinsgalopp in den nächsten 11 Minuten in drei Ausprägungen vielleicht mal oder drei Teilbereichen etwas näher zu bringen. Nämlich im Bereich der Digitalisierung, im Bereich des Postwachstums und im Bereich der Nachhaltigkeit. Alles Dinge, über die ich zum Teil schon seit 15 Jahren forsche. Die Digitalisierung ist etwas neuer und vielleicht auch näher zu einigen von den Dingen, die ihr so macht. Und ich möchte auch gleich am Anfang mit der Digitalisierung einsteigen. Die Digitalisierung selber, der große Hype, entweder schafft die Digitalisierung die Arbeit ab oder sie befreit uns von der Arbeit. Sie beendet ganz viele Geschäftsmodelle und Unternehmen oder sie schafft viel neue. Ich denke, wir müssen bei Digitalisierung vielleicht einmal eine Differenz ziehen. Und die eine Differenz ist nämlich Digitalisierung als etwas Technisches. Und viele von euch denken vielleicht auch an Digitalisierung als etwas Technisches, an ein technisches Phänomen. Zum Beispiel, ich habe vorher mit dem Alex gesprochen, Programmierer. Da denkt man natürlich gleich, das ist Software, Algorithmen, was man so macht. Ja, das gehört auch dazu. Im Englischen gibt es dafür dann den Begriff Digitization und nicht Digitalization. Im Deutschen können wir das nicht so gut machen. Digitisierung klingt total blöd. Aber im Englischen können wir diese Unterscheidung machen. Mir geht es aber nicht so sehr darum. Also mir geht es vor allem um das Thema Digitalisierung, wenn wir über nächste Wirtschaft reden, als soziales Phänomen. Und das steht für mich auch im Vordergrund. Also diese Digitalisierung im engeren Sinne, die man auch im Englischen tatsächlich mit Digitalization als Transformation zur digitalen Wirtschaft auch versteht. Was sind jetzt Markenzeichen der nächsten Wirtschaft, wenn es um das Thema Digitalisierung geht? Und diese Markenzeichen für mich, ich habe da so ein Bild mitgebracht, sind eigentlich ja genau das, was man hier auf diesem Bild sieht. Da sieht man ganz viele Hände, die gemeinsam ein Bild malen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht, das gemeinsame Malen oder Zeichnen. Das kann sehr abstrakt sein, das kann auch sehr gegenständlich sein. Aber für mich ist das auch so ein Kernelement der digitalen Ökonomie, des digitalen Wirtschaftens, der digitalen Arbeit, aber auch des digitalen Lebens schlechthin. Es sind für mich nämlich zwei Prinzipien, die da reinkommen in die Wirtschaft, die diese nächste Wirtschaft ganz anders werden lässt als die jetzige Wirtschaft. Das eine ist das Prinzip der Co-Kreation. Das heißt, dass da nicht mehr irgendwo ein Unternehmen ist oder einer, sondern dass da viele sind. Vielleicht auch nicht ein Unternehmen, sondern Einzelne zusammen etwas machen. Das heißt, die jetzt auch durchaus technologisch vermittelt, die Tools haben, um gemeinsam Wert zu schaffen auf eine ganz neue Weise. Und das Legal Tech ist eigentlich ganz interessant gewesen, weil es zeigt natürlich, wie einfach es ist, auf einmal Wert zu schaffen, was vorher vielleicht unglaublich kompliziert gewesen wäre, jetzt geht es ganz schnell. Also Co-Kreation ist so ein Treiber für diese digitale Wirtschaft, für diese nächste Wirtschaft. Aber das andere, das finde ich eigentlich fast noch viel spannender ist, diese Co-Kreation beschränkt sich nicht nur auf Unternehmen oder Unternehmende, nein, es greift auch aus in den Konsumbereich. Dieser Begriff des Prosumers, den vielleicht einige von euch kennen, von Alvin Toffler, über 30 Jahre schon alt, 37 genau genommen, dieser Begriff des Prosumers meint eigentlich, dass diese Trennung zwischen Unternehmen hier, ja, die sind aktiv, schaffen Wert, da die Konsumenten passiv zerstören Wert, dass die nicht mehr gilt. Und das wisst ihr alle auch an, vielleicht seid ihr auch sogar in Startups tätig bei so etwas, wo ihr aktiv mit den Konsumenten zusammen versucht, Wert zu schaffen oder Geschäfte macht, die gar nicht funktionieren, wenn der Kunde es nicht macht. Also wir haben co-kreative Konsumenten und das Ganze hier, das kommt aus der Digitalisierung, ein neuer Modus der Produktion, marktes Wort eigentlich, ein Modus der Co-Produktion.
Und es ist tatsächlich was ganz Interessantes, dass der Kapitalismus sich offensichtlich wieder einmal häutet und zu etwas wird, was ganz anders ausschaut als bisher. Paul Mason, britischer Journalist im Guardian, schreibt dazu, das ist der Postkapitalismus, der da vielleicht auch kommt. Also das ist für mich so die eine Ebene. Die andere Sache, die Sache mit dem Wachstum. Ja, man kann nun mal Nachhaltigkeit nicht kaufen und man kann sich auch seinen Weg zur Nachhaltigkeit nicht freikaufen. Im Deutschen kennen wir dazu den Begriff Postwachstum. Einige von euch haben vielleicht auch schon mal Vorträge gehört von Nico Pech oder anderen oder Harald Welzer, die mit diesem Thema unterwegs sind. Also Postwachstum, zum einen die Vorstellung, dass die Welt nicht so weitergehen kann, dass wir nicht immer weiter ökonomisch wachsen können, uns vielleicht auch gar nicht wollen oder sollten, weil es uns sowieso nicht glücklich macht. Und dieses Postwachstum hat auch wiederum wenigstens zwei Ausprägungen oder zwei Grenzbedingungen, ökonomische und ökologische Grenzen. Ich möchte eigentlich primär auf die ökonomischen nur eingehen. Und die sind, glaube ich, sehr deutlich geworden seit 2008, seit der Wirtschafts- und Finanzkrise. Was wir da sehen, ist nämlich, dass wir auf einem fundamental anderen Wachstumspfad der Wirtschaft sind, der sich ganz unterscheidet von dem, was vorher war. Vor 2008 hatten wir, in den 15 Jahren davor, hatten wir Wachstumsraten im Schnitt von 4,5 bis 5% der Weltwirtschaft. Danach haben wir Wachstumsraten von 2,5 bis 3%. Also eine Halbierung fast der Wachstumsraten. Radikal anders. Und es gibt keinen Hinweis, dass sich das wieder verbessert. Ganz im Gegenteil, die Wachstumsraten werden weiter zurückgehen. Wir haben Phänomene wie das, was Lawrence Summers als säkulare Stagnation bezeichnet. Es gibt unglaublich viel Geld auf der Welt, aber offensichtlich nicht mehr so viele Investitionsmöglichkeiten. Deswegen wird viel weniger investiert. Wenn weniger investiert wird, gibt es aber auch weniger Produktivitätssteigerungen. Und so geht es auch wieder zurück. Das heißt, das Wachstumspotenzial geht eher nach unten und nicht nach oben. Wir haben gleichzeitig global einen demografischen Wandel dramatischen Ausmaßes, da unsere zukünftige Nachfrage auch ganz stark verändern wird. Das heißt, die Wachstumszukunft wird eine radikal andere sein, die eher mit Postwachstum beschrieben werden kann. Die ökologischen Grenzen, die kennt ihr vielleicht alle, Grenze des Wachstums, Grenze des Meadows, all diese Dinge, die daherkommen, und das Thema des ökologischen Fußabdrucks ist euch vielleicht auch ein Begriff. Das heißt, wie groß sind eigentlich die Nutzungsansprüche, die wir Menschen an die Natur, an die Ökosysteme haben. Und da sagen uns Berechnungen, dass wir eigentlich 50% mehr Planet Erde bräuchten, als zur Verfügung steht. Und diese Nutzungsansprüche wachsen auch weiter. Also irgendwo haben wir schon Grenzen im ökonomischen Bereich, wir stoßen aber auch an Grenzen im ökologischen Bereich. Und das müsst ihr jetzt zusammendenken, ja? Die Digitalisierung nicht zu vergessen, das kommt ja alles zusammen. Ich ganz schön durch. Auf den Punkt, was wir manchmal machen, nämlich der letzte Punkt, Nachhaltigkeit. Und das ist für mich so eine interessante Klammer eigentlich. Nachhaltigkeit ist in aller Munde, abgewendet von Angela Merkel. Ohne Nachhaltigkeit ist alles nichts, hat sie nicht gesagt, aber ich lege sie mal in den Mund. Nachhaltigkeit ist ein ganz spannendes Konzept geworden. Wir haben den Nachhaltigkeitsbegriff, den kennen wir eigentlich als so die Idee der Ressourcenschonung oder des guten Wirtschaftens mit Ressourcen, dass sie uns möglichst lange zur Verfügung stehen. Gilt nicht nur für ökologische Ressourcen, können auch soziale Ressourcen sein, im Übrigen, zum Beispiel Vertrauen. Wir haben eine Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs gesehen, wo es um das Thema globale Gerechtigkeit geht. Ja, Nachhaltigkeit für die Ärmsten, Nachhaltigkeit für diejenigen, die noch nicht geboren sind. Ja, die Bedürfnisbefriedigung der Gegenwart soll die Bedürfnisbefriedigung der Zukunft nicht korrumpieren oder einschränken. Ja, also eine ganz klare ethische Fragestellung. Wir kennen Nachhaltigkeit als ökonomisches Paradigma, als ein Weltbild. Ja? Dieses Planet, People and Profit, ja, die Triple Bottom Line, dass man versucht, ökologische, ökonomische, soziale Faktoren gemeinsam zu bedenken und auch in Geschäftsmodelle umzusetzen. Und, ihr seht schon, ja, das ist Nachhaltigkeit 1.0, 2.0, 3.0, ja, wenn man in dieser komischen X.0-Denke weitermachen möchte. Und wenn man eine Nachhaltigkeit 4.0 macht, die jetzt mal nichts mit Digitalisierung zu tun hat zuerst, dann landen wir seit der Verabschiedung der Sustainable Development Goals, der SDGs im Jahr 2015 und dem Pariser Klimaabkommen, eigentlich bei so etwas wie einer Leitidee für die Menschheit. Nachhaltigkeit ist ein hegemonialer Referenzrahmen. Ihr könnt nicht nachhaltig sein. Kein Unternehmen kann sich hinstellen und sagen, ich möchte nicht nachhaltig sein. Ganz im Gegenteil, Unternehmen werden gefragt, wie nachhaltig seid ihr eigentlich? Was leistet ihr für einen Beitrag? Man kann da nicht mehr zurück.
Und insofern ist es auch interessant, vielleicht können wir uns auch über rechtliche Aspekte unterhalten, was es denn bedeutet, wenn wir auf einmal so einen Leitrahmen haben. Und diese drei Elemente, Digitalisierung, Postwachstum und Nachhaltigkeit, spannen für mich auch so ein Dreieck auf, oder so ein Dreieck ist so festgefahren. Sie machen so einen Kreis um das Thema dieser nächsten Wirtschaft letzten Endes. Wenn wir die nächste Wirtschaft uns vorstellen wollen, dann besteht diese nächste Wirtschaft jedenfalls aus dem, was ich bisher sagen kann oder einschätzen kann. Zum einen aus einer Digitalisierung als soziales Phänomen, verstanden als eine koproduktive Wirtschaft. Nicht der Einzelnen, sondern der Vielen. Und auch eine Wirtschaft, die Tools bereitstellt, wo auch Einzelne gemeinsam Dinge leisten können, die sie vor 20 oder 30 Jahren nicht zusammen hätten machen können. Ja? Vielleicht brauchen wir auch gar kein Unternehmen mehr in Zukunft. Vielleicht reichen uns Plattformen, Algorithmen und kreative Einzelne, die zusammen etwas machen. Wir haben das Postwachstum, eine neue Realität des Wirtschaftens. Es wird nicht immer nach oben gehen. Das heißt nicht, dass ihr als Startups nicht wachsen könnt. Ganz im Gegenteil. Da gibt es große Wachstumspotenziale, aber das heißt auch, dass andere vielleicht schrumpfen werden. Gut, die Daimlers und Volkswagens und Audi dieser Welt, die uns alle beschissen haben bei CO2-Emissionen, da ist vielleicht nicht so schlimm, ja, die sollen ruhig schrumpfen. Aber es wird ein ganz neuer Kontext des Wirtschaftens letzten Endes sein. Und zum Schluss, Nachhaltigkeit als diese normative Referenzrahmen. Alles, was wir hier machen, kommt ohne Sinn daher. Und mein Argument ist, dass Nachhaltigkeit, das gute Leben für alle Menschen, heute und in Zukunft, und das gute Leben unserer natürlichen Mitwelt, eigentlich eine sinnstiftende Ressource ist, die man auch nutzen kann, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu legitimieren und Menschen zu begeistern, die auch zu nutzen. Vielen Dank.